Yo guys, what up? The Blue Gangs is back with a new tutorial of how to play Dragon Ball Fighter Z. Hier zeige ich euch, wie man dieses Ding spielt. Ich bin jetzt hier beim Training, weil es ja eigentlich gibt es hier keinen richtigen Trainingsmodus. Das ist eher Tutorial, aber ich zeige euch, wie man dieses Spiel spielt, damit ihr so einen besseren Eindruck davon habt, wie schwer, wie leicht es ist. Also ich finde die Steuerung sehr leicht, aber das erhöht auch für mich den Spielspaß, weil es nicht so kompliziert ist wie in Tekken zum Beispiel als Vergleich. Und dann fangen wir mal direkt an. Ich bin hier Goku. Ich habe 3 Charaktere. Insgesamt ist es immer ein Dreierteam. Da oben sieht man das Leben. Und da unten die Keybar. So, jetzt erstmal die Bewegung. Okay? Nach vorne, nach hinten, forward, back, down, up, unten, hoch. Es gibt forward, forward für den forward dash. Und back, back für den back dash. Und ja, das ist ein Computer. Dann gibt es noch down. Denn man verteidigt sich, indem man back hält oder down, back für lows. Und dann gibt es bei up gibt's was Besonderes. Und zwar kann man zweimal up, den double jump. Man kann den Quick Jump kurz nach unten und dann nach oben. Und in der Luft zusätzlich kann man einmal dann ein Forward oder ein Back Dash. Okay? Das sind die Bewegungen. Wave Dash oder sowas gibt es hier nicht, wobei das hier ungefähr danach aussieht. So. Jetzt kommen wir zu den Attacken. Und zwar gibt es den Light Punch, den normalen Schlag mit One, mit Viereck. Den kann man bis zu 7 Hits. Ja? Da passiert nämlich das, ganz normal. Man kann natürlich, sobald man auch in der Luft ist, mit irgendwas anderem weitermachen. Man muss jetzt nicht die ganze Zeit nur Viereck drücken, das kann man dann mixen. Das gleiche gilt für Dreieck, also Two, den Heavy Punch. Da habt ihr immer so eine Kamehameha, ich sag jetzt mal, ja, eine Wave, eine normale Wave habt ihr dann immer am Schluss mit jedem Charakter meistens. 3 gibt's, das sind die ganz normalen Key Blasts. Und wenn man Back und 3 drückt, also hinten und nichts, kann man auch voll viel ausweichen. Man sieht, der hat ihn jetzt einfach so weggefetzt, so Key Blasts und alles kann man damit ausweichen. So. Und dann gibt's 4, das ist der sogenannte Wall Splat, Wall Bound, whatever. Wenn man damit beendet, passiert sowas. Man kann aber damit auch eine Combo machen, die man dann auch mixen kann. Ja, ich könnte da jetzt auch was anderes drücken. So, damit ihr wisst, was diese Knöpfe sind. Dann gibt es in Kombination noch 1 plus 3, also 4 und nix zusammen. Damit ladet man sein Key auf, es geht bis 7. Und 2 plus 4 ist die Teleportation. Die verschwendet aber eine Bar. Die sollte man zum Beispiel benutzen, wenn man Ultimate Meteor Attacks, so heißen die besten Attacken im Spiel, ausweichen will. Die verschwendet aber eine Bar, wie gesagt. So. Dann gibt es die normale Kamehameha Wave, die geht wie das Ryuken. Also Quarter Circle Forward 3. Besser gesagt unten, unten vorne. Also schräg nach vorne und dann vorne sliden und dann bei vorne X drücken. Okay? Das gibt's für X. Das verschwendet auch kein Key. Das gibt's für Viereck. Der spielt hier Volleyball. Für Viereck, für Dreieck und für Kreis. Okay? Gut. Für, wenn ihr das mit L1 macht, also 6, dann macht ihr eure Super. Die verschwendet eine Bar jeweils. So. Bevor wir da jetzt... Ja, nee, zu den anderen Charakteren komme ich später. Man kann jetzt einmal nur so L1 drücken, dann passiert das hier. Das ist halt blockbar. Man kann Gegenangriff starten, den Gegenangriff trifft. Das ist also sehr, sehr leicht zu punishen, zu blocken, alles. Ja, sollte man nicht so oft verwenden. Ist wie ein Throw so gesehen, wie ein Packer, wie ein Griff. Und ich kann, wie wenn ich den Gegner jetzt so hochfetze, ja, kann ich das auch hier mitmachen. Ja, lasst dich mal... Ihr seht schon, dass das Problem an dieser Attacke ist. Seht ihr gleiches Ende. So. R2. Also 8, wenn ihr das drückt, dann passiert das hier. Das wird sehr oft in dem Kampf als Starter abused, also
sehr, sehr oft benutzt, viel zu oft benutzt vor allem, weil man damit fast allem ausweichen kann. Jetzt diese Meteor, diese Ultimate Attacks nicht, aber die ganz normalen Kamehamehas, die Supers, Angriffe, damit kann man immer damit ausweichen. Und ihr könnt ein Combo danach machen. So, jetzt muss ich da wieder rein, um euch zu zeigen, was es noch gibt. Aber das geht nicht mehr, das meiste habe ich euch schon gezeigt eigentlich. Nur damit ihr so diese Grundbegriffe kennt, diese Standardsachen, okay? So, jetzt kommen wir zu den Character Switches nochmal. Mit L1 und L2, also 5 und 7. Und die könnt ihr auch benutzen, während ihr eine Super macht. Wir nennen jetzt das normale Kamehameha Super. Also das hier ist die Super, ja, weil die verschwendet kein Ki. Die hier ist die Ulti, weil die verschwendet eine Bar. Und die letzte ist die Meteor, die zeige ich euch dann später. So, ich lade mal kurz wieder auf. So. Der sagt auch, der Sprecher, der sagt auch, und da taucht so die Schrift an der Seite auf, von wegen, was da gerade passiert ist, Konter und diese ganzen Sachen. So, drücke ich jetzt nur einmal L1, ja, passiert das. Einer kommt rein und haut eine Attacke raus. Ja, kann ich jetzt auch, ich zeig's euch mal ganz kurz, jetzt hier währenddessen machen. So, alle drei auf einmal, ja? Ich wechsle mal wieder zu Goku. Ich könnte das jetzt auch während Kombos machen. Okay, das war jetzt zu spät. Also man kann auch während den Kombos wechseln. Und das kann sehr oft euch den Arsch retten auch. Das war jetzt was Falsches. So, jetzt hätten wir die Sachen hier. Und dann, jetzt zeige ich euch noch kurz, bevor wir zu der ultimativen Attacke kommen, ein paar Kombos. Also wie gesagt, man kann halt den hier, die ganze Zeit spammen, ist ein Kombo, 2 spammen ist ein Kombo, 3 ist ein Kombo. Aber es gibt auch diese Mix-Ups. Und zwar könnt ihr entweder den Gegner in der Luft hoch, runter oder zur Seite fetzen. Wenn ihr Kreis in der Luft drückt, fetzt ihr ihn runter und dann habt ihr nochmal eine Möglichkeit. Hoffentlich seht ihr das gleich. Ich drücke 4, Kreis, seht ihr das? Den seine Beine waren so oben. Das heißt, ich kann da noch mit etwas treffen im Endeffekt. Und das zeige ich euch jetzt mal kurz, komm. Das zeige ich euch mit der Ulti. Und die Ulti geht nämlich so Quarter Circle Back, also unten schräg nach unten hinten, down, down, back, back, sliden und dann L1. Das geht aber nur mit 3 Bars. Die verschwendet 3 Bars. Und weil da gerade dieses blaue Leben ist, wenn ich jetzt eine Ulti mache, dann füllt sich mein blaues Leben auf. Oder wenn ich ihn im Hintergrund habe, wie gerade Gohan und Krillin, okay? So. Zack, 4, Kreis. Und Ulti. Wenn man den Gegner so besiegt, was ich nicht geschafft habe, dann zerstört man auch die Map. Also das ist auch möglich. Okay? So, das wär's dann eigentlich im Endeffekt. Bei der Ulti kann man aber nicht noch gleichzeitig seine Freunde dazu rufen, damit sie mit angreifen. Das geht nicht. Das geht nicht. Und hier kommt es halt immer drauf an zu gucken, okay, wie viel Leben habe ich, wie viel Ki habe ich, wie viel muss ich übrig haben, eine Bar, falls seine Ulti kommt, damit ich da gescheit ausweichen kann und so weiter und so fort. Und dann zeige ich euch noch jetzt kurz, wie man Shenlong ruft, okay? Ihr macht eine ganz normale One-Combo zum Beispiel, ihr müsst sie nur confirm, damit ihr die ganzen Dragon Balls kriegt. Dann müsst ihr, fuck, das reicht jetzt nicht mehr, volles Dings haben. Ah, ein Schlag. Hätte der Schlag jetzt noch der letzte getroffen, dann hätte es funktioniert. Dann könnt ihr nämlich Shenlong rufen und dann solltet ihr am besten pausieren. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas Wichtiges vergessen habe. Falls
irgendwas unklar ist, schreibt es einfach in die Kommentare, aber ich versuche jetzt ganz schnell Shenlong zu holen und dann mache ich noch ein Online-Fight, damit ihr sehen könnt, so wie das abgeht. Wie gesagt, ich bin noch ziemlich low-ranked, da wird jetzt noch nicht taktisch gespielt, aber wenn es dann ums Taktische geht, dann wird es erst richtig heavy, weil dann werden die Kämpfe auch richtig knapp und man muss wirklich drauf achten, soll ich jetzt eine Ulti machen, soll ich jetzt wirklich meine drei Bars verschwenden oder nicht, soll ich jetzt die Attacke machen oder so, also man muss da echt drauf acht geben. Ich mache jetzt die ganze Zeit die 4-Kombo. Und was bemängelt wird, vor allem für Turniere, weil das wahrscheinlich drin bleiben wird, ist, selbst in Tournaments wird es die Dragon Balls geben und die sind ein Game Changer. Die können das ganze Spiel nochmal komplett verändern und es wird selbst in den Turnieren geben. Und das Ding ist, ich sammle jetzt zwar alle Dragon Balls, aber mein Gegner kann sie trotzdem aktivieren, weil sie für beide gelten. So, jetzt noch einmal. So, gleich haben wir es. Okay. Und was ihr machen müsst, um das zu aktivieren, ihr müsst praktisch eigentlich nochmal so eine Kombo auswählen. Aber wie gesagt, mit allen 7 Bars. Dann macht ihr das nochmal. Und dann zack. Jetzt müsst ihr pausieren, um zu gucken, was es für Wünsche gibt. Ich nehme den unten, mach mich unsterblich. Ja. So, und zack. Und jetzt seht ihr bei mir oben, ich hab's geschafft. So, jetzt zeige ich euch jetzt nochmal die Ulti-Kombo. Ah, ich war zu langsam. Ah ne, hab doch noch getroffen. Nimmt aber, glaube ich, nicht alles ab. Dann zeige ich euch die Ulti von... Ja, ist ja gut. Ah, Gegner gefunden, perfekt. Dann kann ich euch gleich mal einen Online-Fight zeigen. Hoffentlich nimmt er an. Jawohl. So. Wünscht mir Glück, das ist Ranked. Ihr seht, ich habe über die Hälfte fast nur verloren. Und das ist ein Anfänger, alles klar. Das ist der zweite Rang, den ich habe. Nami Pflanzenmann, ich weiß gar nicht, was das ist. Vielleicht ist das sogar der erste Rang. Also ich war Erdling und dann war ich direkt Namekianer. Vielleicht werden die auch anders verteilt, ich weiß es nicht. Aber das Krasse hier ist, in der Beta selbst mit 0 Bar Gegner hat man richtig flüssigen Kampf. Und das Spiel sieht halt auch viel besser aus als der Anime, finde ich. Okay. Ich wechsle mal zu Vegeta, damit ihr mal ein bisschen von dem sieht. Ja genau, und wenn beide Attacken gleichzeitig treffen, dann gibt es dieses Epic, diesen Epic Clash, den man auch in Dragon Ball kennt, wenn jedes Mal einer, oh Gott, ich bin nicht teleportiert. Wenn jedes Mal beide Gegner gleichzeitig Schlag auf Schlag treffen. Also das haben sie cool gemacht. Ah, Mist. Nice, der hat mein Vegeta gekillt. Ja, für mich läuft es gerade richtig scheiße, obwohl er nicht wirklich viel macht. Ich glaube, ich rede gerade so viel. Ah, er hat sich geschützt. Ah, doch nicht. Ja, dagegen kann man sich nicht schützen. Wie gesagt, das ist wie ein Throw. Und so kombinieren kann man die natürlich auch. Zeige ich euch mal ein bisschen Kid Buu. Das trifft nicht. Der läuft da einfach durch. So, einmal kurz essen.
Ah, er hat getroffen. Ich glaube, das beendet's ja. So, jetzt noch ein. Ich will mal die Ultimate ausprobieren. Nice one. Nice. Nice one. Der macht mich hier noch weg. Okay. Der greift nicht an. Mist, falsche Attacke. Zum Glück ist er ausgewichen. Und jetzt habe ich dich. Sehr schön. Alright, guys. Das war mein Tutorial. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es überzeugt euch, das Game zu holen und zu verstehen, wie es funktioniert. Pretty easy, aber sehr cool. Und ja, man denkt, okay, das ist ja vor... Ah, Rank Up, krank. Saiyan. Krank, ich bin ein Saiyajin. Auf jeden Fall, ja, war's das. Und ja, mal gucken, was ich da noch dazu lerne, vor allem, wenn es dann so richtig complicated wird. Ich sag, ich mach noch den... Verabschiede mich jetzt schon, mach den Kampf hier noch fertig und dann war's das. スーパーベジータ。